Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist Aldemar mit Jurassic World Evolution. Hier sind wir, Bontenbachiosaurussen. Saurussen. So ungefähr. Oh, was ist hier los? Ah, wir können neue Stotimus reinlassen. Tun wir das doch mal. Ich habe hier den Zaun drum noch, weil wir wollten ja eigentlich letzte Folge Velociraptoren ausbrüten, aber die sind so teuer. Aber ach, sind sie nicht hübsch. Wir hatten ja einen Todesfall. Und jetzt müssen wir ihn doch mal gerade freilassen. Wenn er den Ausgang findet. Mal gucken, wie klug sie sind. Ja, da ist kein Zaun. Sehr gut, ich bin stolz. So, wir brauchen eigentlich noch... Sabotage im Gange. Fazit. Sie hassen uns, weil sie nicht so sind wie wir. Die Sabotage ist also nur eine Ablenkung, nichts weiter. Stimmt's? Das gibt's doch nicht. Das hatte ich schon mal. Auf der letzten Karte. Kommt auf die Liste. Oh, scheiße, das wird teuer. Kommt schon. Warte mal. Wir brauchen noch eine Ranger-Station. Da müssen wir unbedingt mal hier... Nachladetempo. Eins rein. Treffgenauigkeit. Planung. Und Planung. Und Planung. So. R. Aufgabe erhalten. Sonst auch wer, nee, ne? Ah. Die wollen alle nicht geimpft werden. Das Auto wird weggeschoben. Kommt, Leute, trefft ihr die nicht? Ich weiß es nicht. Jetzt aber, ne? Müsste eigentlich. Oh, das Auto ist jetzt infiziert. Sehe ich nicht so gut. Guck mal, wird verfolgt. Okay, so, das müsste ja eigentlich funktionieren. 60% Abdeckung. Wir müssen jetzt noch Stromdinger bauen. Hier, Stromdinger meine ich, nicht Strom, Sturm. So, machen wir mal eins. Muss ich gerade mal gucken, hier hin. Das deckt ja eigentlich auch einiges ab. Oder wir machen es in die Mitte. Hier hin. Sieht ja auch cool aus. So, da müssten wir eigentlich die 60% haben, weil das ist eigentlich... Ne, hier fehlt noch eins natürlich, bei dem wichtigsten, bei den Gehegen, aber das ist egal. Ah, das Selbstvertrauen stimmt. Und die Arbeit läuft gut. Vielleicht habe ich mich in Ihnen ja getäuscht. Naja, pass auf, gleich passiert irgendwas. Ich war hierbei etwas unsicher, aber Sie haben mich überzeugt. So, jetzt haben wir alles abgedeckt, alles Wichtige wenigstens. Das hat mich schon die ganze Zeit irgendwie gestört. Aber jetzt haben wir es wenigstens. War halt auch strommäßig echt übel. Wenigstens haben wir das jetzt. Überall haben wir Stromabwehr, obwohl wir das nicht haben. Bunker wäre jetzt natürlich noch eine Option. Hier haben wir noch Sicherheitszentrum. Jetzt machen wir mal einen Velociraptor. Ich wollte die ganze Zeit schon, dass die meint, hier ausgebrütet werden. Haben wir dafür eigentlich jetzt mal eine andere Farbe? Genom modifizieren. Das wäre schon cool. Oh, tatsächlich. Oh, ja. Sehr schön. Wie viel kostet das jetzt mehr? Geht. Genom, Lebensfähigkeit. Gucken wir mal. Belastbarkeit. Da haben wir schon rummodifiziert. Okay. Das ist natürlich zu teuer jetzt. Aber müsste gleich soweit sein. Komm schon, fehlen noch 20.000. Ah, die Lophosaurus, ich. So cool. Okay. Wenn die fertig sind, muss ich sowieso erstmal noch Essen da reinbauen. Und eine Tür. Das fehlt auch noch. Natürlich jetzt zu teuer. Jetzt haben wir schon mal die Raptoren. Jetzt natürlich wieder Regen. Wenn jetzt ein Sturm kommt,
Dinosaurierbewertung, das sollte ja eigentlich jetzt mal bald machbar sein. Es kann doch nicht sein, dass wir so eine schlechte Bewertung haben. Aufträge, neuer Auftrag von... Machen wir den jetzt mal fertig hier. Denken Sie daran, die Show muss weitergehen. Das ist kein Problem, das ist schnell. Dieser Auftrag macht's möglich. Jawohl. Für Sie sollte es kein Problem sein, so einen Auftrag zu erfüllen. Brüten Sie einfach ein paar kleine Dinge aus, okay? In dieser Größe sind Sie sowieso alle süß. Das Ding ist bei so Strategiespielen, ich zoome selten ran. Ne? Ist halt cooler, wenn man so rumläuft. Wir finden eine Minimap, dann wird das kein Problem. Hallo, ihr kleinen Dinos. Guck mal, wie mit den Besuchern redet hier. Der Struttimutz. Struttimutzi. Strutzi. Achso, warte mal. Wir brauchen doch ein Expeditionszentrumsdingens. Gibt das zweite mittlerweile? Nee, das können wir aber bald mal forschen. Das war aber teuer. Ja, das war teuer. Aber das dritte, wir haben doch schon eins. Warte mal. Sag nicht, dass das hier ein Upgrade ist und ich habe das die ganze Zeit übersehen. Grabungsertrag. Oh, das ist ja geil. Oh Mann, das ist ja geil. Scheiß auf Tempo, aber dreifacher Grabungsertrag. Yeah, yo, baby. Tyrannosaurus. Den Axtrien. Den Axtrien. Und das verkaufen. 360.000. Jetzt können wir direkt noch den dritten Velociraptor holen. Wir wollen nämlich immer drei haben. Ach, das dauert noch. Muss noch ausgebrütet werden. Ich möchte den Velociraptor-Aussichtspunkt. Ja. So, dann müsste nämlich hier das Essen hin. Gäste. Ja, ja. Davon haben wir aber alles. Nö, davon geht nicht noch eins, verstehe ich nicht. Jetzt haben wir schon alles. Gut. Machen wir es erstmal so oder machen wir wieder beides rein? Sehr gut, machen wir denn die Ziege hin? Die Ziege! Mal ganz viele Ziegen laufen lassen, so 10 Stück und dann gucken, was passiert. 57.000, eigentlich sollte ich das mal echt erforschen. Mit zwei Dingels-Teams. Wie gesagt, hier haben wir die Spielhalle. Souvenirladen, Kleiderladen, Restaurant, Fastfood, Spielwarenladen, Fossiliengebiet, die Bar, Wissenschaftszentrum, Schutzraum. Müsste eigentlich mal gemacht werden. Hotel. Auch Spieler, Kleiderladen, Bowlingbahn haben wir gehabt, ne? Ne, halt, die Bowlingbahn ist nicht da. Mann, bei Ihnen hat das einfach ausgesehen. Lassen Sie nur den Rest von uns nicht alt aussehen. War nur ein Scherz. Wer könnte mich alt aussehen lassen? Guck mal, ich kann das genau in die Straße bauen. Seit wann geht denn das? Das ging das schon immer? Hab ich das irgendwie nicht mitbekommen? Okay, egal. So. Yeah, da kommen sie. Raptoren. Ich wollte immer mal ein Horrorspiel mit Raptoren oder Werwölfen. Ja, nicht schreien die Kinder oder ein Slenderman, der rumsteht. Wo ist er denn? Ah. Wow. Wer da rausspringt, ne? So, wir wollen direkt noch einen dritten holen. So, wir müssen den direkt betäuben, bevor die ausbrechen. Die sind nämlich kleine gewiefte Mistkerle. Einverstanden. Aber Dalli. Es gäbe da einen Auftrag, über den Sie nachdenken sollten. Nee, das machen wir ablehnen. Können aber trotzdem jetzt schon mal einen annehmen. Ich glaube, oder... Nee, es geht jetzt nicht. Wir haben jetzt einen abgelehnt, glaube ich. Nee, geht. Auch hierfür. Den machen wir erstmal sicher. Sich zu beweisen. 10 Minuten lang Stromausfälle verhindern. Kein Problem. Das sind die besten Aufgaben. Können wir sie unterhalten, sich schon, wie sie ausbrechen wollen. Guck mal, Wüsten. Anstrich.
Mann, ey, die sind so... Man weiß schon ganz genau, was die planen. Die wollen wieder 30.000 Bewohner fressen. 200.000 Gewinn pro Minute, sehr gut. Da wird schon beschossen, aber keiner trifft. Oh, in die Birne. Das hat ihn direkt... Es hat ihn direkt eine Birne verpasst. Ja, okay, dann müssen wir den mal... Zur Abholung des Produkts unterwegs. Eigentlich die armen Tiere mit dem Hubschrauber da drüber zu fliegen. Wow, in den Fuß? Das ist ja Classic. Ey, guck drauf. Spagat gemacht. Ich sollte nicht so lachen. Die armen Tiere. Produkt wird eingesammelt. Das braucht noch. Okay, die werden jetzt mal rübergekarrt. Essen habe ich platziert, ne? Ja, das haben wir gemacht. Guck mal, hier haben wir eigentlich alles voll. Ich frage mich... Das müssen wir eigentlich forschen, aber... Das ist einfach noch nicht verfügbar bei uns. Freischaltung nicht erfüllt. Isla Tanuka. Müssen wir einfach wahrscheinlich weiter. Und dann zurückkommen. Das ist unsere Hauptinsel hier auf jeden Fall. Alle anderen, da gebe ich mir jetzt keine Mühe mehr. Tyrannosaurus läuft. Aber ich habe doch doppelten, dreifachen Ertrag. Aber das gilt ja wahrscheinlich noch nicht. So, jetzt mal gespannt. Dreifacher Ertrag. 750.000. Wir können das einfach mal machen und gucken, was passiert. Weil Hauptsache, wir haben das erledigt. Als nächstes würde ich gerne das Sicherheitszentrum dahin bauen. Mann, das ist eine perfekte Einkaufsstraße, oder? Meine Güte. Wir müssen jetzt eigentlich Zuschauerwege bauen. Und zwar diese hier. Das sind die Straßen, an denen die Zuschauer, die Besucher langgehen, die Zuschauer langgehen sollen. Produkt zugestellt. Okay. Was fehlt, sind Sicherheitsleute, die mit Betäubungsgewehren irgendwo rumlaufen. Just in case. So. Da sind alle glücklich. Wunderbar. Nee, das ist keine... Doch, das ist okay. Forschung abgeschlossen. Hier soll keiner mehr langlaufen. Das hier ist personal only. Okay, da ist der letzte. Beeindruckende Arbeit mit diesem Auftrag. Die Velociraptoren reißen sie immer um. Bestätige Aufgabe. Bevor die Arschgang hier ausbrechen, was ist das denn da? Guck mal, da ist eine Schwachstelle. Die hätten die bestimmt gefunden. Die finden die anderen Schwachstellen bestimmt auch noch. Nom, 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 nom. Sozial. Wir brauchen noch einen. Genau. Bestand. Der Rest ist gut. Expedition abgeschlossen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ach, wahrscheinlich einfach die Qualität des, was gefunden wird. Ah, guck mal hier. Ein wunderbarer, perfekt die Gedingsbumster. Das ging aber auch schnell jetzt. Was ist denn da los? Meine Güte. Bestimmt bald erschöpft. Aber ist mir egal. Ich glaube, wir können theoretisch schon auf die nächste Insel. Das ging aber auch schnell, ne? Nö, da tut sich nichts. Ha! Cool! Jetzt haben wir zwei Grabungsteams. Genauso muss das sein. Fossilienzentrum, jetzt müssen wir hier mal... Inventarplatz. Machen wir schön voll. Die Zeit ist echt egal. Es kostet sowieso alles schon Zeit.
Okay, Parkbewertung ist echt nicht hoch, aber wenn wir ein Hotel haben, sollte das eigentlich ansteigen. Velociraptor, Parkbewertung 1,5, keine Stromausfälle, noch 4 Minuten. Wir müssen mal gucken, wo wir ein Hotel hinsetzen. Man kann natürlich hier eins hinsetzen, aber hier soll eigentlich dieses Beppodrom hin. Oh, Tyrannosaurus Rex, lebensfähiges Genom. Das dauert jetzt, bis ich den pflanzen kann. Der ist wahrscheinlich auch ziemlich teuer. Das ist auf jeden Fall, ja, wir müssen, das dauert noch ein bisschen, bis wir den setzen können. Ich brauche eigentlich brauche ich einen viel höheren Zaun. Es gibt doch bestimmt noch einen höheren Zaun, obwohl der stromfähige Zaun hier eigentlich ganz gut ist. Guck mal, die Raptoren, das sind halt nur 3 Raptoren und einer wäre zu viel. Ne, es geht noch einer, 4 geht sogar. Es ist auch nicht zu groß, nicht zu klein das Gebiet, meine ich. Guck mal, das mit dem See hier oben, auf dem Damm, das sieht auch ganz gut aus. Guck mal, wie rötlich die von Weitem aussehen. Velociraptoren, ey. Kleine miesen Hunde. Cool, cool. Wir können den Tyrannosaurus machen, wenn er auf 100% ist. Ich glaube, das geht jetzt so schnell. Ach, guck mal hier. Haben wir vergessen. Hier rüberholen. Da haben wir die alle voll. Habe ich noch gar nicht voll gehabt. Siehst du? Das sind die Beppos. Ja, ne? Ist halt blöd. Eigentlich bräuchten wir noch so einen Ausguck. Und zwar hier. Machen wir das auch. Haben wir einen Grund, die Straße nicht mal weiterzubauen? Transport hat begonnen. Das sieht wieder toll aus. Das sieht noch wieder toll aus. Ah, toll, was habe ich denn gemacht? Die halbe Straße wieder abgerissen. Das gibt doch nicht. Ah, ist halt scheiße gebaut. Naja, gut. Produkt transportiert. So geht's. Okay, so könnt ihr das komplett einsehen wenigstens. Okay, Velociraptoren einer mehr. Ich sollte jetzt echt mal über ein Hotel nachdenken. 57.000. Mal schön wieder auf Expedition gehen. Das hat immer Vorrang. Oh, was ist das denn? Keine DNA vorhanden. Agiosum Prem Fossilien. 40, schade. Guck mal, die haben auch schon fast voll. Bin ich auch mal gespannt. Haben wir noch keine? Drin auch noch keine Dreihörner. Keine Dreihörner. Ah, oh, Regen. Gut, dass wir die. Ah. Jetzt habe ich natürlich keinen. So, ich wollte gucken, wie in dem Hotel. Hier ist natürlich Platz. Hier oben. Mach mal die Bäume da weg. Aha, was haben wir denn da gefunden? Ich habe es ja immer gerne ein bisschen erhöht, aber vielleicht lassen wir es einfach. Das ist einfach das erste Beppo-Hotel. Das Beppo-Hotel. Ist auch direkt bei dieser Einkaufsmeile. Ich meine, was wollen die Leute mehr? Und haben einen super Ausblick auf dieses langweilige Pflanzenfresser-Gegner. Aber hey, wer will keine Jimmys sehen? Die sind super. Machen andauernd super Geräusche. Die labern ja ständig. Wenn man so im Hotel ist und man macht das Fenster aus und du hörst die Dinos. Von weitem diese Brachio... Hallo? Brachiosaurier? Ach da. Guck mal, der guckt da raus. Cool. Auftrag abgeschlossen. Das findet man im Lehrbuch unter Abliefern. Sehr gut. Was ist, wenn wir das voll haben eigentlich?
Komm, jetzt machen wir mal... Mal erstmal Sicherheitsbeauftragung. Die Leute fühlen sich gerne sicher. Das ist unser Job. Sollte nicht so schwer sein. Unterstützt uns dabei. Schutz der Gäste. 8 Minuten, keine Tote. So. Ihr Ruf macht sie glaubwürdig. Oh, komm mal mein Geld. Wir alle in der Unterhaltungsabteilung. Mich inklusive. Also wenn ich das halt hier hinsetzen würde... Wäre halt super, ne? Noch mehrere hier hinsetzen. Oder direkt so. Irgendwas passiert? Ich weiß nicht. Ich muss jetzt immer in Ruhe gucken. Das kann man ja leider nicht. Warte, machen wir Folgendes. Ups, nicht gut. Es ist jetzt eigentlich überhaupt nicht gut, aber ist mir egal. Nein. So. Also, nach oben lagern geht gar nicht. Futterstation müssen, okay. Ich habe ein Angebot erhalten, das der Wissenschaftsabteilung und auch Ihnen. Das ist kein Problem, aber ich möchte gerne in Ruhe bauen. Das kann man ja in diesem Spiel ja nicht. Ich mache es doch so, aber so sieht es cooler aus. Wir setzen es so. Ja, so schräg. So. Ja, ich würde halt viel mehr noch hier verschönern irgendwie, aber das ist nicht so leicht. Hauptsache, das steht. Strom haben wir wahrscheinlich nicht. Oder ist das mit drin? Irgendwas ist drin, kann sein. So, wir brauchen Essen irgendwo. Da, unterwegs, da, um Futterstation zu füllen. Da, kein da. Problem. Machen wir direkt mal alles voll. So, Forschung. Genetische Dingens, okay. Tiger! Tiger, 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 kann ich noch irgendwas? Ach, guck mal. Ja, das geht gut. Ah. Dann haben wir nur noch da Tyrannosaurus Rex. Guck mal, was ist denn der Maiasaura? Guck mal hier, sehr gut. Sehr gut. Ah, oh, der ist... Ach, cool. Stückmolch. Den hat man doch irgendwo im Bild gesehen. Stückmolch, sehr schön. Wir haben jetzt gut Kohle. Das geht und kommt rein, das kommt rein. Parkbewertung ist über 2 jetzt. Das Hotel macht es einfach. Pass auf, wir machen mal weiter mit, ich will halt nicht diese... Isla Pena. Nein, ich will nicht auf die nächste Insel. Das wäre die letzte, schmale Insel. Oh, das ist Isla Pena. Wenn eine Insel störrisch sein könnte, würde dieser kleine Haufen Vulkangestein den Vogel abschießen. Und ich hoffe, sie mögen Regen. Denn davon werden sie hier genug zu sehen bekommen. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Scheiße. Okay, Leute. Ich glaube, wir wissen, was wir nächste Folge tun. Also, machen wir uns mal auf. Ins nächste Gebiet, würde ich sagen. Dann fangen wir direkt mal an. Dann haben wir die nämlich hinter uns. Ich meine, wenn ich da anfange, kriege ich direkt die Forschungen, die ich brauche, wenn ich diese Gebäude gebaut habe. Und wenn das so ist, kann ich auch irgendwie direkt wieder zurückgehen und dann hier erstmal weiter forschen. Damit wir für die nächste Karte das alles haben. Dann mache ich jetzt einfach hier erstmal gar nicht weiter. Pass auf, Leute, ja? Wir sehen uns wieder. Nächste Mission, nächste Folge. Dann sehen wir uns auf der neuen Insel. Mir fällt nichts ein. Und bis dahin, haut rein, Leute.